schwimmen. Neopren ist in deinem Rucksack. Der war mir eher zu schwer. Scheiße. Aber den Rucksack setze ich gleich nicht mehr auf. Ja, weil die ganze Tour machst du so. Herrlich, herrlich. Dafür liebe ich diese Luftlinie. Unterwegs auf der Luftlinie. Zwei Reporterteams, drei Tage, eine Aufgabe. Immer geradeaus durch Schleswig-Holstein. Ohne Geld, ohne Zelt. Ahoi Flensburg. Hier beginnt unsere Luftlinie quer durch Schleswig-Holstein. Norden schreibt man hier gefühlt mit drei O's. Flensburg ist ja auch die nördlichste kreisfreie Stadt Deutschlands. Berühmt, ich würde fast sagen berüchtigt, durch das Kraftfahrtbundesamt. Mein Kameramann Alex und ich, wir wollen auf unserer Route ja aber keine Punkte sammeln, sondern möglichst viele spannende Geschichten und Begegnungen. Und eins können wir mittlerweile aus Erfahrung eindeutig sagen, der gerade Weg, der ist definitiv nicht der bequemste. Ja, wenn ich auf Sightseeing-Tour wäre, dann würde ich mir jetzt schön das Bad Bramstedter Schloss anschauen. Aber auf der Luftlinie geht es nicht um Sehenswürdigkeiten. Wir müssen immer schnurstracks geradeaus querfeldein. Und Bad Bramstedt ist nur der Startpunkt. In drei Tagen soll ich mich mit Vanessa auf einem Bauernhof nördlich von Rendsburg treffen. Auf geht's! Und eben dieser Bauernhof liegt genau in der Mitte unserer Luftlinie, im Örtchen Rickert. So, wie immer machen wir den Tracker an, um zu sehen, wer am weitesten von der Idealroute abgewichen ist. Ah, das ist doch immer wieder ein schöner Moment, wenn man die Stadtgrenzen durchbrochen hat und raustritt in die norddeutsche Landschaft. Hier spielt unsere Luftlinie. Und da ist doch schon gleich der Erste, den wir kennenlernen wollen. Hallöchen! Morgen! Wo kommen wir denn hier am besten jetzt wieder? Wenn du jetzt hier über die Koppel latscht, ja, und dann ungefähr da, wo die Eiche jetzt ist, ja, da wird der Acker bearbeitet, da zwischendurch einen Knick durchgehst und dann kommst du wieder hier auf so eine Landstraße rauf. Mhm. Dann gehst du da über die Straße rüber und dann kannst du so quer rüber, dann kommst du nach Armstedter Straße und Wiemersdorf, okay, und hat alles da hinten so quer durch. Sven Thomsen und seine Schafe haben zwei Gegner, den Wolf und die Bürokratie. Die kapieren das nicht. Die Städter kapieren nicht mit dem Wolf. Wenn du irgendwas sagst gegen den Wolf in der Stadt, die schnallen das nicht. Die kapieren das nicht, dass wir davon leben und meine Kollegen auch. Zum Beispiel wie die Herdbuchtiere jetzt. Wenn da der Wolf eindringt, das sind über 300-400 Euro nur am Mutterschaf an Schaden. Man könnte ja Entschädigung beantragen. Und ich kann ja auch ein Paket annehmen von den Wolfsleuten, denn ist alles schön und gut. Bloß ich möchte die Leute nicht bei mir auf den Flächen haben. Schäfer und ich will frei leben und ohne Bürokratismus. Ach so. Je mehr Bürokratismus und ich die Steuergelder nehme, kann ich alles machen, würde ich auch machen, aber dann knicke ich ein. Weil ich meinen Stolz habe, ich sage, ich bin immer Schäfer gewesen und habe es auch gelernt. Landwirtschaft und Tierhaltung, Schafhaltung, Schwerpunkt. Und ich möchte gerne ganz ehrlich sagen, ich bin noch frei. Also Sven, du hast das Prinzip der Luftlinie echt verstanden. Ja, ich habe da einmal kurz gesehen und ach so, wir beide zusammengelaufen sind. Ja, lauf du ruhig voraus, lieber Kameramann. Ich halte Ausschau nach einer Mitfahrgelegenheit. Svenja Öhjen läuft uns nach bummelig 8 Kilometern direkt vor die Füße. Ich mach den Kindersitz hier weg und dann habe ich hier vorne eine Bank. Alles klar. Genau, pass mal auf. Ihr könnt ja eure Rucksäcke auch hinten mit reinmachen. Okay, cool. Ist das so euer Reisemobil? Das ist unser Happy, ja. Euer Happy? Unser Happy von meiner Tochter und mir. Den haben wir ausgebaut und verbringen hier den Sommer. Soll ich das Gepäck so mit reinschieben? Mach am besten von hinten einmal. Okay. Aber das mit Übernachten finde ich ja schon auch. Also, ich hätte mir ein Zelt eingepackt. Ja, was musst du ja tragen? Ja, du, ich bin in dem Jahr 2000, wann war das denn? 2016? Ja, 52 Berggipfel erschienen. Hör auf! Doch. Wir hatten auch immer also Zelt und alles Mögliche dabei. Okay, krass. So, dann fahren wir nämlich mal hier lang. Also ich muss mir beim Bäcker mein Mittagessen, also ein Brötchen kaufen, weil ich muss meine Tochter abholen und habe noch kein Mittag gegessen. Frage, wollt ihr auch ein Brötchen haben? Gerne. Gerne. Ein trockenes Herdbrötchen natürlich nur. Ja. Schönen Tag euch. Svenja läuft tatsächlich die Hälfte des Jahres barfuß, quasi von Ostern bis Oktober. Oh nein, wie süß ist das denn? Das ist dein. Dankeschön. Ich glaube, das ist das belegte Brötchen.
wie in der Schule früher, im Schulausflug. Geil, ne? Mit so Trinkpäckchen. Liebe Karpfensonne. Mega. Ja, ich dachte ihr auch. Ja, sonst total. Lasse sie mir einfach. Tag gerettet. Geil. Wie hatte Vanessa am Anfang so schön gesagt, der kürzeste Weg ist nicht immer der trockenste oder so ähnlich? Tito, sag mal, willst du mich ärgern oder was? Das war nicht abzusehen, dass hier ein Graben ist, aber der ist, glaube ich, leicht zu überspringen oder zu übergehen, wenn ich diesen Baumstamm hier rübergelegt kriege. Aber es sollte gehen. Drück mal ein bisschen hinten mit. Schieb mal. Stell mal die Kamera weg und fass mal mit an. So, jetzt mal gucken, ob unsere Brücke hier hält. Na, halten wird sie schon, ob sie nicht zu sehr wackelt. Ah! Oh. Ah. Oh. Scheiße. Ah, Mist. Oh, nee, der geht weiter hier. Der Graben geht weiter. Wir sind ja clever, ey. Wir hätten darüber müssen. Naja, so ist egal. Wir sind unterwegs auf der Luftlinie. Ach, wieder mal? Ja. Ich sehe das immer mal im Fernsehen. Ach was. Ja, deswegen, ich habe gedacht, huch. Ja, wir sind's. Wir wurden gerade hier abgesetzt. Sie habe ich erkannt, ihn nicht. Er hatte die Kamera vor der Nase. Ja, der versteckt sich gerne. Kommen Sie hier aus dem Ort? Nee, ich komme aus Flensburg. Ach Mensch. Ich bin einfach nur so durch die Gegend. Und dann treffen Sie auf uns. Aber fahren nicht in unsere Richtung. Schade, sonst hätten Sie uns bestimmt ein Stück mitgenommen, ne? Wollen Sie genau dahin, wo ich hergekommen bin? Wo kommen Sie denn her? Ich bin hier über die Dörfer. Wie witzig, ich hab Sie sofort gesehen. Ich denke, was steht der Typ da mit der Kamera? Was macht der? Ich werde ihn nicht los, der läuft immer hinterher. Ja, Mensch. Wissen Sie schon, wo Sie liegen? Nee, wissen wir noch wo nicht. Wo Sie liegen? Ja. Irgendwann auf dem Friedhof. Ja. Ja, hier laufen Sie. Es tut mir erst alles leid. Gut, machen Sie es gut. Tschüssi. Ich bin da ganz gern drin. Tschüss. Wow, Vanessa, das ist ja gleich mal ein ordentlicher Satz für den ersten halben Tag. Ich krebs noch so vor mich hin und habe jetzt zumindest wieder mal trockenen Boden unter den Füßen. Für diese Wassertiefen waren meine Schuhe jetzt wirklich nicht ausgelegt. Es ist ja warm, aber du, habe ich endlich mal meine Zweitschuhe nutzen können heute. Ich trage die jedes Mal mit und brauche sie nie. Und jetzt habe ich sie. Und es ist windig, sonnig. Ich hoffe mal, dass die in 2 Stunden wieder trocken sind. Bei wem sind wir denn jetzt im Auto gelandet? Yvonne Kasper. Wohin? Auf welchem Weg? Wo haben wir sie gerade aufgegabelt? Ich komme gerade von der Arbeit. Ich bin Tierarzthelferin in der großen Rinderpraxis hier in Brokstedt. Und ja, fahre jetzt nach Hause. Wo fahren wir jetzt hin? Nach Saalhusen. Saalhusen. Yvonne Kasper ist auch Gemeindevertreterin und ganz stolz auf das neue Gemeinschaftshaus. Und macht sich das bemerkbar, wenn ein Dorf so ein Herz oder so ein Zentrum hat, wo man sich trifft, so ein Treffpunkt? Ja, doch, durchaus. Wir haben jetzt auch Ende des Monats, also immer der letzte Donnerstag im Monat, da gibt es bei uns Lütt und Lütt, haben wir das genannt, an Büttenwader angelehnt. Wir haben ein paar junge Mädchen, also die erst 20 sind. Die freuen sich darauf, nachmittags mit den Alten, also mit den Senioren, mit meinem Schwiegervater zum Beispiel Karten zu spielen. Ja? Ja, die finden das total toll und die nehmen sich diesen Tag frei. Wollen Sie uns doch fahren? Haben Sie was vergessen? Haben Sie was vergessen? Nein, ich fahre Sie jetzt. Das ist ja nett. Hatten Sie lass mal mein Auto aufrollen. Habe ich Ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht? Das weiß ich nicht jetzt. Und wieso fahren Sie einfach so über Land? Das ist eine gute Frage. Ich habe in Flensburg war ich habe einen Termin gehabt heute Morgen. Ja. Und bin noch ein bisschen in Urlaubsstimmung und fahre einfach nur so irgendwo mal lang. Wetter genießen nach dem. Wissen Sie, wie man das bei mir zu Hause nennt? Nee. Dorfhopping. Das, ja, so. Das habe ich mit einer Freundin auch immer gemacht. Und dann erntet man zufälligerweise auf dem Schützenfest von irgendwem. Ja. Und ich treffe so verrückte Leute hier, die mit einer Kamera rumlaufen. Ja, genau. Ja, alles gut. Birgit Lorenzen kennt zwar keine Schleichwege dicht an der Luftlinie, aber sie bringt uns ganze 8 Kilometer voran, bis nach Idstedt, einem geschichtsträchtigen Ort. Das ist der Trecker vom Saalhusener Bürgermeister. Am Ende von seinem Acker liegt unsere Luftlinie.
So, meine Frau hat immer gesagt, einen langweiligeren Job kann es doch wohl nicht geben als Flügen. Aber da musst du ein bisschen Leidenschaft zu haben und dann ist alles gut. Du bist gar nicht so ein Stöhnbauer. Nee, ach was. Stöhnbauer, ja, was soll ich sagen? Der Bauer ist ja inzwischen Unternehmer, ne? Und jeder ist für sein Unternehmen verantwortlich, so. Und dass wir vielleicht einen Ticken mehr arbeiten, hat aber ja mit diesem Arbeitsplatz zu tun. Ist das nicht toll? Ja, Mann, da geht das Herz doch über. Und uns klingeln schon die Ohren von so viel norddeutscher Freundlichkeit. Danke, Bürgermeister Scheel. Idstedt war 1850 schicksalshafter deutsch-dänischer Kriegsschauplatz. Die einen hier in Idstedt und weiter im Süden haben für den dänischen König gestimmt. Die anderen aber wollten mit Holstein in den Deutschen Bund. Und das gab den Ärger. Freunde, Nachbarn, Brüder haben gegeneinander gekämpft. Furchtbar. Ja. Grauenvoll ist gar kein Ausdruck. Idstedt war eine der Hauptschlachtorten mit, weil hier die Schleswig-Holsteiner im Grunde den Anhalt verpasst haben und die den Idstedt nicht mehr freigegeben haben. Ehrenamtliche wie Heinz Schulze sorgen dafür, dass diese Geschichte nicht vergessen wird. Die Gegenwart in Schleswig-Holstein ist zum Glück äußerst friedlich. Familie Stille trägt die Gelassenheit nicht nur im Namen. Also ist das sozusagen so ein richtiger Familienhof? Also mein Opa ist 90, der wohnt auch noch mit in unserem Haus. Und meine Mutter ist schwer krank, die wohnt mittlerweile auch bei uns. Das haben wir jetzt alles so. Und dann noch die Kinder, eigene Kinder sind 4 Generationen? Genau, 4 Generationen in einem Haus. Hm? Ist das auch manchmal ein bisschen zum Augenrollen? Oder? Ich glaube, das ist normal, oder? Ich wollte gerade sagen, also manchmal glaube ich, ist es für die Kinder ganz gut, halt auch groß zu werden mit solchen Sachen. Also, dass es Krankheiten gibt, dass es alte Menschen gibt und so. Und das ist für mich ganz wichtig, dass die da auch keine Angst vor haben. Ne? Zwei Landstreicher mit Fernsehkamera. Wir sind das Ereignis des Tages für die Barkfelder Kinderschar. Was ist das Schöne an Barkfeld? Dass ich Musik lernen kann. Dass du was? Dass du Musik lernen kannst? Ja, ich bin bei der Musik. Da lerne ich alles. Zum Beispiel? Klavier, Xylophon, Kalophon. Hier, das Allerschönste, dass man hier so viel spielen kann und dass hier so viele Kinder wohnen. Genau, jetzt sind wir da, ne? Einmal quer über den Golfplatz sollen wir gehen und dann seien wir schon wieder auf Kurs. Auf der Luftlinie wissen wir ja wirklich nicht, wo wir landen. Und dieser Ort ist absolut unwirklich, für mich zumindest. Kleines Rätsel. Hat was mit unserer aller Kindheit zu tun? Ganz tolle Erinnerungen. Wir sind immer noch in Idstedt und man hat uns gesagt, hier würde der berühmteste Schleswig-Holsteiner wohnen. Zugegeben, der Name Peter Röders hat uns bis jetzt rein gar nichts gesagt. Also ich habe eben gesagt, es ist total unwirklich. Ja, für uns auch manchmal. Ja? Ja, weil keiner aufräumt. Ach so. Und da ist sie, die Kindheitserinnerung. Herr von Bögefeld aus der Sesamstraße. Kannst du da mal rein? Darf ich? Ja, ja. Erfunden und gebaut von Peter Röders. Muss richtig in den Mund, ne? Ja. Daumen unten, ja. Hand oben. Und dann spiele ich quasi mit. Spielst du, genau. Aber man hält die immer beide in der Ecke? Nein, nicht immer. Guten Tag. Ich glaube nicht, dass es die richtige Synchronstimme ist von Nein. Herrn von Bödefeld. Aber das war vorm Stimmbruch, nicht wahr? Ja. Also, ich glaube, das muss man auch lernen. Mit der Mundbewegung und den Armen dazu. Und dann beides zeitgleich. Also Sie sehen, du siehst, ich kriege das nicht so richtig hin. Das ist tatsächlich. Das ist schwierig, ja. Wow. Man muss es können. Das muss einem Fleisch und Blut übergehen. Ne? Das ist ein Handwerk. Ja. Ja. Aber das ist, oh mein Gott, Herr von Bödefeld. Peter und Claudia bauen nicht nur Puppen, sie spielen auch selbst. Was hast du denn bei der Sesamstraße gespielt? Den Samson. Ne. Ja. Ui, ui, ui. Mach nochmal. Oh nein. Doch, bitte mach nochmal. Oh nee. Doch, bitte.
Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das ist nicht das ist keine 38. Das ist 138. Ja. Wie groß muss ein Mensch sein, der da reinpasst? Normale Größe. Du kannst da auch rein. Willst du rein? Ja. Ehrlich? Klar. Na klar. Na klar will ich da rein. Wenn man mir anbietet, da reinzugehen, probiert ihr die tatsächlich dann an, wenn ihr die fertig habt, was den Tragekomfort angeht? Ja, immer. Ja, klar. Ja. Also Claudia probiert ihr das. Testen. Ja, immer, ja. Aber den Rucksack setze ich gleich nicht mehr auf. Nee, aber die restliche Tour machst du so. Die restliche Tour? Ja. Ja, sehr gerne. Wann wollten wir ankommen? Achtung. Was muss ich machen? Nix. Ja. Kannst du was sehen? Ja, ich sehe was. Wunderbar. Und dann guckst du eigentlich ein bisschen hier unten auf den Fußboden. Also falls heute Abend jemand sagen sollte, dein Walk war jetzt nicht so elegant. Ich würde mal sagen, es liegt einfach am Outfit. Oder? Es ist super. Ja? Wir haben Aukrug erreicht und denken kurz, wir seien hier im Riesengebirge gelandet. Geht das von hier aus? Beim Rühbezahl trifft sich heute Abend der Sparklub von Aukrug. Wolfgang Tietz schenkt seit 37 Jahren hier aus. Ja, da hat er mehrere. Da hat er mehrere. Auch hier. Dankeschön. Also das ist sozusagen die Ausbeute vom Aukruger Sparkrug von heute. Von heute, ja, weil viele zahlen für den ganzen Monat gleich immer. Aha. Den ersten Montag im Monat. Aha. Ja. Im Dezember wird das ausgezahlt und dann machen wir ein Weihnachtsessen. Also Grünkohl. Dann gibt es Grünkohl. Ja, aber es ist eher was für die ältere Generation, wenn ich das so sehe, ne? Oder? Ja, nee? Auch ja? Ja? Und die sind weg hier, weil die müssen dann arbeiten oder. Nee, wir haben auch Jüngere. Umdekoriert wird bei Tietzes eher selten. Hier drin ist manchmal wirklich noch 1985, allerdings hat sich die Welt draußen schnell weitergedreht. Aber auch die Lebensgewohnheiten haben sich geändert. Denn heute sind ja, wenn 3 Tage frei sind, ist ein Kurzurlaub. Hm. Ne, aber dass einer mal so richtig mal sich unterhalten möchte mit Nachbarn oder Leute aus dem Dorf. Und so geht das ganze Dorf, ist bloß noch ein Schlafdorf. Gearbeitet wird woanders, noch ein bisschen weiter weg. Und ja, das sind die Modernitäten, sag ich mal so. Hm. Ne, dass mal so richtig was gefeiert wird, ist selten geworden. Ist traurig? Ja. So, wenn man das mal mitgemacht hat, so ein halbes Leben, dann kommt da schon eine Träne. Wolfgang besorgt uns noch ein Bett und dann ist Schluss für heute. Alex, Tagesbilanz? Anstrengend war es, aber spannend. Total tolle Menschen getroffen, spannend, tolle Eindrücke. Und in der Erwartung eines netten Armbrots, guter Tag. Guter erster Tag. Wir dürfen heute Nacht bei den Röders bleiben, inklusive Essen. Nicht nur wir finden die Arbeit von Claudia und Peter spannend. Die beiden interessieren sich brennend für unsere Wandererlebnisse. Ein Drittel der Route ist geschafft und auch Thilo ist wieder exakt auf Luftlinienkurs. Boah, ist ganz schön kalt geworden. Guten Morgen. Tag 2 für uns beginnt in Idstedt. Wir sind auf der Luftlinie so gut 23 Kilometer weit gekommen. Das klingt erstmal gut, aber der Tag heute wird eine Herausforderung. Denn die Karte sagt, wir müssen durch Schleswig durch und über die Schlei. Aber der Lichtblick ist, es gibt jetzt erstmal Frühstück mit Peter und Claudia. Und das im Warmen. Also schnell rein. Sind auch gerade mal 6 Grad heute Morgen. Habt ihr eigentlich auch einen Puppennotdienst? Also kann es mal sein, dass einer sonntags anruft und sagt, um Himmels willen? Ja. Kann schon sein, ja. Ja, aber ja, das machen wir auch. Würden wir auch machen, ja. Aber also so ein Sorgenkind haben wir eigentlich selten. Zweiter Tag auf der Luftlinie. Bei herrlichstem Frühherbstwetter. Ich schätze mal, wir sollten es so heute bis an die Ränder von Rendsburg schaffen. Und es geht durch, habe ich auf der Karte schon gesehen, durchs Himmelreich. Dazu müssen wir erstmal nach Heinkenborstel. Vanessa ratlos. Nee, Vanessa ist nicht ratlos. Vanessa hat nur rechts und links durcheinander gebracht. Ah ja. Es ist noch früh, ja? Es ist früh. 20 hast du noch frei.
Wie viel habe ich noch frei? 20. 20? Ist das wie bei so einer Stempelkarte? Das ist weniger als sonst. Ja, kannst mal sehen. Wir sind mittlerweile in Schleswig. Nee. Aber meinen Orientierungssinn muss ich auf dem Weg hierher scheinbar verloren haben. Vanessa war doch richtig. Wir sind doch da lang. Wir kommen schon irgendwann an, keine Sorge. Bisher hat es immer geklappt. Ja, es hätte nur immer gut gegangen, ne? Unser Weg führt uns direkt an die Schlei, durch den Stadtteil Holm. Der Name kommt aus dem Dänischen und bedeutet kleine Insel. Wir hoffen sehr auf einen hilfsbereiten Fischer. Wir laufen auf einer gedachten Luftlinie, ja? Und müssen über die Schlei. Kennen Sie jemanden, der zufälligerweise ein Boot hat und heute noch über die Schlei fährt und uns mitnehmen könnte? Und dann hier rum oder auch darum? Ja, ist egal. Darum, geradeaus, geradeaus, bis zum Wasser hin, das letzte Haus. Ja. Das ist es. Ja, vielleicht ist da einer. Ja, da ist bestimmt einer. Gucken wir mal. Irgendeiner wird ja vielleicht. Ja, bestimmt. Ja. Und schon wieder laufen wir einem Bauern in die Arme. Herrlich, herrlich, herrlich. Dafür liebe ich diese Luftlinie. Hans-Hermann Butenschön ist fast schon auf dem alten Teil. Seine Milchkühe hat er abgegeben und hält nur noch ein paar Bio-Fleischrinder. Das Interesse an Bio ist gestiegen, auch mit dieser Corona-Geschichte. Ja, die Leute haben, denke ich, doch ein bisschen bewusster gelebt und eingekauft. Aber jetzt sind wir in einer Phase, wo das Geld knapp wird. Jetzt geht also das mit dem Bio-Umsatz zurück, eher nicht. Jetzt ziehen Sie auch mal einen Landwirt mit einem Uralträger her, ne? Wie alt ist der? Die Berufskollegen, wenn die zum Demonstrieren nach Berlin fahren, dann nehmen sie ja die neuesten und größten Träger. Finde ich auch immer ein bisschen witzig. Ja, ne? Wir machen eine Wanderreportage unterwegs auf der Luftlinie. Ja. Wir laufen querfeldein durch Schleswig-Holstein. Ja. Und unsere Luftlinie führt durch Schleswig. Ja. Und leider komplett über die Schlei, einmal quer rüber. Ja. Wir müssten jetzt einmal so rüber. Es ist egal, ob wir so rüberfahren, ob wir so rüberfahren. Hauptsache, wir kommen jetzt erstmal rüber. Ich starte mal einen Test. Ja. So, wann ist das schwimmen? Schwimmen. Neopren ist in deinem Rucksack. Der war mir eher zu schwer. Und dann, aber du weißt, kraulen. Ne, das haben wir geübt, extra vorher. Aber mit Bauchgurt, damit du das Boot für mich hinterherziehst. Nix da ziehen. Matthias Nanns Testlauf war erfolgreich. Das Boot vom Nachbarn hat noch Diesel im Tank. Wie weit ist das? Also die Strecke? Kilometer? Nee. Doch? Nö. Wir fahren jetzt hier rein, da ist ein Schlauch, so ist das ganz schön. Und dann fahren wir um die Ecke und dann fahre ich ans Strand ran und da muss hier dein Kameramann sich die Schuhe ausziehen oder nimmt er dich Huckepack oder ihr springt da schnell. Ja. Ne? Hier vorne, wo wir jetzt reinfahren, das ist historisches Gebiet. Was heißt historisches Gebiet? Da haben die Wikinger früher gesiedelt. Da war die Wikinger-Siedlung Heiderbu. Langsam, nicht so schnell aussteigen. Nee, nein. Oh, das ist ja kalt. Ach, Quatsch. Was hast du gerade gesagt? Das ist voll angenehm. Weißt du was? Es ist angenehm, aus den Wanderschuhen so rauszukommen. Man muss auch mal Glück haben. So dicke Backen jetzt. Okay. Ja? Ahoi! Tschüss! Tschüss! Toi, toi, toi. Ja, danke, war nett! Ist das hier schon das Himmelreich, das uns die Landkarte versprochen hat?
sind ja ein Bauernhof und hier können Familien mit Kindern Urlaub machen. Also wir haben 7 Ferienwohnungen und ich bin die Reitlehrerin hier. Aha. Genau, also von daher, wir reiten auch öfter in Zimmelreich zum Ausreiten dann eben. Ah, sehr schön. Genau, ja. Können wir auch gemeinsam dahin reiten? Klar. Dann könnte ich die Füße ein bisschen sparen. Wir müssen nämlich noch bis Rendsburg. Ach, bis Rendsburg? Ja. Zu Fuß? Ja. Ja, ja, das ist ja noch ein bisschen. Genau, bergab ruhig so ein kleines bisschen nach hinten lehnen. Das ist immer wieder ein erhabenes Gefühl. Ja. Theresa Bracker lebt mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und vielen Tieren im holsteinischen Bullerbü, das hier Heinkenborstel heißt. Komm, Willi, komm, komm, noch ein Stückchen. Ja, ein bisschen rausstellen aus den Steigbügeln. Ja, und jetzt. Jawohl, sehr schön. Das ist doch Luftlinie par excellence. Dann noch ein bisschen Mundraub nebenbei. Ja, weißt du, so genau. Im Spätsommer ist es herrlich. Da wächst so viel. Und dann ist man so als Stadtkind auch so ein bisschen manchmal auch neidisch auf Leute wie euch. Ihren alten Job als Hotelfachfrau in der Stadt vermisst Theresa jedenfalls nicht. Also mit den Kindern ist es super dankbar. Die Kinder kommen teilweise, wenn sie zum Reitunterricht kommen, auf mich zugerannt, haben einfach schon Strahlen auf den Lippen. Und wenn sie dann noch eine tolle Reitstunde hatten, also dieses Strahlen, dieses Glück, was die Kinder ausstrahlen, das ist einfach unbezahlbar. Also ja, das färbt natürlich ab. Das macht mich dann am Ende auch wieder glücklich. Ne? So, wenn ja. Ich das richtig sehe, geht es rechts Richtung Wirklichkeit und links Richtung Himmelreich, ja? So sieht's aus, gut. Genau. Wir nehmen den Weg Richtung Himmelreich. Bis okay. Hier, vielen Dank, Willi. Dankeschön. Komm mal her, Kalle. Du hast Pause. Erst raus aus dem Stück. Ja, gut. Prima, danke Willi. Gut gemacht. Sehr schön. Es ist Vanessa. Hallo Vanessa. Hey, moin. Na, oder Ahoi, wie die Wikinger sagen. Ich wollte heute so, dass wir bis Rendsburg, Rand Rendsburg kommen und dann müssen wir über den Nord-Ostsee-Kanal rüber. Ja, da wird es sicherlich Mittel und Wege geben. Ich kenne dich doch. Wo seid ihr gerade? Was habt ihr erlebt? Wir stehen am Haddebianor. Das ist quasi so eine kleine Ausbuchtung der Schlei hinter Schleswig. Ich bin sehr gespannt, was uns heute noch erwartet und wie weit wir heute kommen und wann wir euch morgen dann treffen werden. Vanessa, halt die Ohren steif und bis morgen Nachmittag, ne? Tschüssi! Wasserüberquerungen sind ja eigentlich meine Lieblingsübung, aber hat sie geschickt gemacht mit der Schlei. Schwimmen hätte ich ihr auch nicht zugetraut. Bergab gehe ich am liebsten. Du musst doch mal umdrehen, ich hab doch was vergessen. Rückwärts geht er da hoch. Mit was für einem Elan. Ich dachte, wir halten zusammen. Wir sind das Team unsportlich. Ich muss ja nicht quatschen dabei. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Aber nur ein bisschen. Danke. Ja, hast du das selbst? Ich hab das selbst. Du hast Brinkendorf selbst. Nur lang. Aber es sind wenig Menschen unterwegs. Ja? Mhm. Aber du kommst aus Brinkendorf. Nee, ich komme aus Danneberg. Ja. Ja, und die Leute sind nur noch grob und das ist Umweg für euch. Hallo Gabi, bist du da? Hättest du Zeit, nach Brinkendorf zu fahren? Brinkendorf? Ja, da wo euer Pferd mal war. Aha. Ja, aber die sollen noch bis oben zum Zeltlager, da könntest du sie abholen. Ja, und da kommen die beiden an. Ja, der NDR auf Reisen, du weißt, wen ich meine. Bis denn, tschüss. Mensch, Uwe, das können wir ja gar nicht wieder gut machen. Das können wir. Na, dann lauf mal los. Ja? Tschüss. Tschüss, Jungs. Tschüss. Tschüss. Da macht Treppesteigen wieder Spaß. Und da sind wir nun im Himmelreich. Thank you.
Wir sind jetzt hier irgendwo, ne? Genau. Okay. Ah, okay, genau. Das ist, siehst du, das ist unsere Route. Wir sind in Flensburg gestartet. Ja. Und die geht hier so querfeldein. Genau, guck mal, Brekendorf liegt genau auf unserer Route, beispielsweise. Genau. Dahin könntest du uns mitnehmen? Da könnte ich euch mit hinnehmen. Ja. Super. Ja. Kennst du irgendwen in Brekendorf? Dein Mann sagt, ihr habt da ein Pferd gehabt? Ja, bei der Seibel Ranch, bei Jule Seibel. Das ist vorne an gleich, das ist so eine Western Ranch. Ach, witzig. Und da hatten wir unser Pferd mal stehen, genau. Und kennst du die? Du könntest uns da absetzen? Da könnte ich euch absetzen. Das ist ja auch spannend. Auf einer Ranch waren wir auch noch nicht. Ja. Gabi Emsen verkürzt unseren Fußweg um ganze 8 Kilometer. Und dafür hätten wir locker 2 Stunden gebraucht. Tatsächlich verläuft unsere Luftlinie durch den Pferdestall von Gabis ehemaliger Reitlehrerin Jule Seibel. Gabi, das ist ja großartig, das sieht man sich wieder. Und jetzt hat sie dir eingebrockt, dass du das Fernsehen an der Backe hast. 20 Minuten habe ich. Ja, und dann bist du im... Dann bin ich im Unterricht. Hanna, setz dich wieder. Groß machen, groß machen. Ja. Die ist gefühlt leichter. Vorsicht. Ja, bei Jule das ganze Gewicht trägt. Warte, ich komm. Ab hier. Jule bietet uns ein Nachtquartier, wenn wir mit anpacken. Oh. Können wir da auch noch mit reintun? Und die da hinten, die müssen wir erst noch sauber machen. Da hängt ja so viel. Genau, also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die Paddocks wie auch die Koppeln werden jeden Tag abgeäppelt, ne? Dass sie das nicht so vertreten und dass wir einfach die Anlage schier haben, ne? Ja. Durch den Stall jetzt durch bei den Pferden? Da ist es kein Ding. Komm, mit Schwung! Oh nein! Direkt, ich habe den Kopf gestoßen. Alles gut, ne? Nee, erstmal die Kamera auf der Hand nehmen, bitte. Warte, ich nehm sie dir ab. Sehr gut, dann kann ich nicht. Hab ich? Warte, komm, 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 raus. Alter, Friede. Mhm. Und ich sag noch, geh nicht immer rückwärts. Aua, aua, aua. Also ich fahr jetzt blind. Wenn mich einer fragt, wie groß ich bin, kann ich immer sagen, so groß wie die Heukarre. Die Seibelskarre. Wie die Seibelskarre. Hier riecht's doch auch irgendwie nach Stall, aber Pferde sind's nicht. Das ist schon ein bisschen strenger. Wir haben hier 150, 160 Kühe, die wir melken. Die kommen jetzt gerade wieder hier und gehen jetzt zum Armbrot. Das ist konventionell. Das ist hier konventionell, genau, ja. Ja. Haben Sie schon mal überlegt, irgendwie auf Bio umzusteigen? Tja, ich glaube, wir sind schon auf einem sehr, sehr hohen Standard hier, was Tierwohl anlangt. Tierwohl, Nachhaltigkeit, alles anbelangt. Und ich glaube, wir sind so auf einem ganz guten Weg. Hier baut Christoph Jakobsen einen Melkroboter. Wenn der Verbraucher sich wünscht, dass wir es alles besser, strenger, schöner machen, dann erfüllen wir das gerne. Aber er muss es auch bezahlen. Er darf sich alles wünschen. Wir produzieren für den Verbraucher, genau wie jeder andere auch. Aber am Ende muss er es bezahlen. Vanessa war jetzt offenbar ziemlich diszipliniert unterwegs. Team Gelb eiert gerade so ein bisschen durch die zugegebenermaßen auch sehr schöne Landschaft. Ob nun bio oder konventionell, Landwirtschaft, so habe ich den Eindruck, hat hier in Schleswig-Holstein oft noch einen ziemlich romantischen Touch. Jedenfalls am Abend, wenn die Arbeit getan ist. Es ist
6 Uhr morgens. 6 Uhr. Wir sollen melken helfen. Aufstehen. Aufstehen. Die kennen das aber auch, dass sie jetzt aufstehen müssen. Also die wissen schon, was sie jetzt sollen. Komm. Echt gut. Echt gut. Und also die saugen die von alleine an? Ja. Ja? So. Dasselbe nochmal von vorne. Vater Jakobsen ist 72, aber kann die Finger nicht von der Melkmaschine lassen. Super. Die Lehrlinge haben heute Berufsschule. Wir haben eine neue Aushilfe, Thilo der Große. So, weiter geht's hier. Ach so, das macht jetzt von alleine, ja? Macht okay. Von alleine. Gut. Wie lange dauert ein so ein Vorgang? Und Minuten, je nach Mähleistung. Ja, ich glaube, unser Eindruck in der Öffentlichkeit ist besser, als wir ihn manchmal wahrnehmen. Aber die kritischen Stimmen sind ja immer die, die dann auch rumkrakehlen und sich bemerkbar machen. Es stellt sich ja niemand im Fernsehen hin, und es zeigt auch keiner, der sagt, oh geil, ihr Bauern habt wieder alle um 4 gemolken heute Morgen. Toll, dass wir frische Milch haben. Das Schlimme bei uns ist, wir stehen jeden Tag im Fokus in der Öffentlichkeit. Wir fahren mit dem Trecker durchs Dorf, wenn wir zur Koppel fahren oder sonst was. Jeder sieht uns jeden Tag und jeder hat irgendeinen Vorschlag, was wir besser machen können und sonst was. Und das ohne jegliche fachliche Kompetenz. Und das ist manchmal ermüdend. Das machen wir jetzt immer so. Ja. Aber dann nachher bitte nicht um 6, sondern um 4 antreten. Ja, mach mal schön alleine weiter. Stimmt, Thilo, 4 Uhr klingt wirklich hart. Auch wir sind schon vor Sonnenaufgang aufgestanden, denn auch bei Jule auf der Ranch gibt es schließlich genug zu tun. Und im Westernsattel saß ich auch noch nie. Jule hat versprochen, das ändern wir. Ich habe mir tatsächlich, als ich das erste Mal gehört habe, Westernreiten, habe ich mir sowas wie Rodeo vorgestellt. Und habe gesagt, nein, das will ich auf keinen Fall. Aber der Gedanke ist halt nicht aus meinem Kopf gegangen. Und somit haben wir das dann ausprobiert mit dem Westernreiten. Und ja, seit weit über 30 Jahren bin ich jetzt tatsächlich im Westernreiten tätig. Unsere Pferde sollen es schön mit uns haben und wir wollen die Zeit einfach mit denen genießen. Und das ist genau das, was es halt ausmacht. Ne? Die sind gerne bei uns. Westernreiten ist für mich erstmal ziemlich ungewohnt. Genau, ach, ist wieder, dass dein Oberkörper weiter zurückbleibt, dass du deine Fersen nicht permanent hochgezogen hast. Zugegeben, so ein Westernsattel ist echt bequem. Aber die Zügel hält man ganz anders als beim Spring- und Dressurreiten. Dein Oberkörper weiter zurück. Zu schade, dass Jule nicht mit uns zum Treffen mit Thilo reiten kann. Da hat er jetzt entschieden, es ist gut. Bei den Jakobsens merke ich, wie gut ein Frühstück schmecken kann, wenn man schon eine Schicht hinter sich hat. Liebe Jakobsens, viel Spaß bei den Kühen noch, ne? Ich komme nicht so schnell wieder. Bei euch muss man so früh aufstehen. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Also eigentlich liegt die Luftlinie ein Stückchen nach da. So 100 Meter, 200 Meter. Aber das lasse ich mir nicht entgehen hier. Auf diesem Koloss den Nord-Ostsee-Kanal zu überqueren. Oder unter diesem Koloss. Die Rendsburger Hochbrücke, gebaut vor 110 Jahren, genauso wie die Schwebefähre darunter. Ist eigentlich auch irgendwie Luftlinie, ne? Schwebt durch die Luft auf dem kürzesten Weg.
Morgen steht auch dran, dass an den Schildern, dass Schulkinder Vorrang haben. Aha. Also dann ist die Fähre auch voll mit Schulkindern. Die Autos haben eigentlich keinen Platz mehr, hier auf diese Fähre zu kommen, weil einfach alles voll ist mit Schulkindern. Ach so, dann müssen die warten, ja? Ja, genau. Schule hat Vorrang. Die Schwebefähre fährt seit 1913 immer nach demselben Fahrplan. Morgens ab 5, alle Viertelstunde bis abends um 11. Eine Überfahrt dauert rund 2 Minuten. So, dann wünsche ich schönen Schul- und Arbeitstag, ja? Vielen Dank. Euch noch eine gute Weiterreise. Ja, wir werden Spaß haben. Den Kanal haben wir geschafft, aber nach ein paar hundert Metern stehen wir schon wieder vor einem Gewässer. Komm, aber hier, hier über dieses Ding, das ist genau deine Bootswerft hier. Ja, da sind wir hier genau in der Eiderbucht. Ja. Eiderbucht heißt das, so heißt es genau. Und da haben wir gedacht, naja, wenn hier eine Bootswerft ist, finden wir vielleicht hier einen Bootsbauer, der irgendwas Fahrbares hat, womit er uns auf die andere Seite bringen kann. Ja, das kriegen wir sowieso hin. Das ist schön. Ja. Alte Holzboote sind das Hobby von Harro Koch. Er hat auch die ehemalige Rennjacht des schwedischen Königs restauriert. Autobahnrasthof. Wo wollt ihr denn jetzt weiter dann? Ja. Weil ihr seid jetzt hier mit dem Büdelsdorf. Ja. Wir müssen eigentlich. Genau, Büdelsdorf. Ach, das ist schon beneidenswert, wenn Leute an einem sonnigen Mittwochvormittag einfach mal so eine halbe Stunde für eine Bootspartie abzweigen können. Thilo und sein Kameramann haben auf der Schlussgeraden knapp die Nase vorn. Aber auch für Alex und mich sind es nur noch bummelig 1,5 Kilometer. Oh, wann ist er bald geschafft, wa? Ja, zum Glück. Wenn uns jetzt nicht noch ein Maisfeld oder so in die Quere kommt, können wir gleich vielleicht wirklich querfeldein. Endlich mal. Das könnte der Hof sein. Mitten im Kuhstall läuft die Linie. So, hier ist jetzt laut Karte der Treffpunkt, den Vanessa eingezeichnet hat. Hof von Familie Boyens, ja, wie soll das anders sein? Auch hier begrüßen mich wieder Kühe. Die verfolgen mich die ganze Luftlinie über. Die Kühe, die Landwirtschaft. Schleswig-Holstein lässt grüßen. So, dann bin ich wohl Erster heute. Ah, was für ein vertrauter Anblick. Ich sehe schon mal Thomas. In der Schafweide. Geil. Schön, dich zu sehen. Das ist ein Empfang. Na? Mit Mu. Da verläuft die Luftlinie direkt durch den Kuhstall. Hi! Und wenn ich jetzt nach Kuh rieche, dann ist das nicht, dann ist es nicht nur der Stall, das bin ich selbst. Ich hab die Hälfte der Luftlinie in Ställen verbracht. Ja, geil. Und ich bin jetzt, glaube ich, Ehrenmitglied des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes. Zauberhaft. Komm gerade vom Pferd. Erzähl mir nichts vom Pferd. Geschafft. Abweichung hin oder her. Die tollen Begegnungen waren jeden extra Kilometer wert. Wir hätten eigentlich schon um 4 am Werkstand sein sollen, aber der Bauer hat sich gefreut. Wenn das um 6 kommt, dann haben wir die letzten Kühe noch nicht gehört. Und dann müssen wir mit einem Schiff. Ja. Ich habe während der.